wo du dir denkst, ganz ehrlich, das kann doch nicht so schwer zu programmieren sein. Doch, das ist schwer. Warte, ich muss erstmal zu meiner Bar rüber. Oh ja, stimmt. Müssen wir ausprobieren. Ich hatte so eilig, dass ich sogar durch die Scheibe gegriffen habe. Stimmt, ja, da muss ich auch gut hin. War's schon bei einem Schluck? Eieiei. Der hält ja nichts aus, der verträgt ja noch weniger als ich. Ja, höchstprozentige ist dieser Türkise, der hat 70%. Okay, gut, das ist eine Ansage. Oh, das pochert dann richtig schön. Im Bass. Oh, jetzt wird's verschwommen. Läuft er denn auch anders? Anscheinend nicht. Rein in unsere gute Stube. Boah, das wird auch nicht besser. Barra TV, das ist gut. Ein oder zwei Idris, ist ja schon mal was. Da ist die Bar. Use. Ich nehme mal das da. Blip, blip, blip. Oh ja, und wie es kocht. Und besoffen läuft der nicht, leider. Nee, aber man sieht alles ein bisschen bläulicher. Oh, oder was auch neu ist, da ist jetzt so ein Nebeleffekt, der da aus dem Kühlschrank kommt, wollte ich schon fast sagen. Wenn der Kühlschrank aufgeht, kommt da so Nebel raus, so Kältenebel, oh, weißt du? Jetzt habe ich das zweite Mal gesoffen, da war schon rot. Rotumrandung. Was? Ich sauf schon die ganze Zeit. Nee, ich habe so einen roten Bildschirm noch links und rechts. Boah. Trink mal, Alter, aber wenn. Trink mal das zweitletzte. Trink mal das zweitletzte von der oberen Reihe, das Tevarin Ghosts. Da bekommst du rotes Bild davon. Mein Gott, deine Augen. Aua. Obwohl das nur 62% hat. Ja. Das zweite ist ja 70. Ja, aber es ist halt Gift. Oh ja, stimmt. Haben die kriegt auch direkt rot. Haben die keinen guten Whisky? Mein Gott, nichts Gescheites. Oh, jetzt bin ich am Torkeln. Das ist der Messeffekt, der Unbekannte trinkt auch noch guten Whisky. Jetzt bin ich am Torkeln, Leute. Was, Whisky? Whisky ist immer gut. Aber guck mal, was da oben. Die ganzen Dichter sehen so schön aus. Oh, also wenn ich mich weiter so umdrehe, muss ich, glaube ich, schon fast selber, dass ich besoffen bin. Ich bin schwer am Atmen. Das mal mit DK2, da kriegst du wahrscheinlich das Kotzen. Das ist bestimmt jetzt auch schon. Oh, jetzt! Oh, nimm mal das! Ach, scheiße! Ist alles hell! Nimm mal das rosarote! Oh! Leute. Das rosarote? Wo sind wir denn hier? You can leave your head on. Ah, das neutralisiert's wieder. Ein paar haben einfach andere Auswirkungen. Oi, liebe Leute, wir haben schon bald 0 Uhr. Und ich bin sowas besoffen und mein Herz schlägt immer schneller. Ja. Da ich jetzt erfahrt. Aber so mit dem Atmen und alles, das ist bestimmt schon so eine kleine Vorbereitung auf. Oh je. Das, ich kann nicht mehr richtig. Ich kann nicht mehr richtig treffen. Oh je. Also gut wäre es jetzt ja auch am Arena Commander so weiter. Von wegen, so, jetzt startest du einen Flug, jetzt startest du ein Rennen. Ich will nochmal weiße Lichter sehen, Oi. Jetzt, das macht weißes Licht. Das rosa-rote macht weißes Licht. Oh! Nein, ich denke mal, auf Dauer macht das einfach alles zusammen. Nein, die haben ihre Auswirkungen. Wenn du das rosa-rote nimmst, hast du. Oi. Wenn du dann durch den Hangar läufst, dann wird die Kamera schwankt oder so. Ja, es aber wenn schwankt. Aber wenn du nach unten guckst, ne, die Füße und alles so, das bewegt sich ganz normal weiter. Ja, klar, weil du dafür neue Mocap brauchst. Hast du schon einen zweiten Charakter angelegt? Der dann den ersten beerbt, der jetzt an Alkoholkrankheit gestorben ist. Holla, Ossa. Der wird im besoffenen Zustand von einer kleinen die Welt dreht sich. Nee, der Fahrstuhl sieht immer geil aus, wenn du mit Streifen fährst. Ja, genau. Holla, hossa, ich bin besoffen. Aber dieser Schliereffekt tut irgendwann mal auf den Augen weh, finde ich. Immer mal ist gut. So, und jetzt gehen wir so fliegen. Battle Royale haben wir gesagt. Jetzt muss ich erstmal mein Schiff hier ausrüsten. Ah, ich denke mal, die werden es direkt beim AC wieder löschen, die Effekte.
Ich muss erstmal gucken, dass ich mein Schiff ausrüsten kann. Oh ja, dass ich versuche mich auch.